Hey Leute und willkommen zurück bei Magna Carta 2. So, wir befinden uns im unterseeischen Tunnel und hier kommt auch ein Rätsel vor uns. Und zwar das mit dem Mare-Altar, mit Weihrauchzeug. Put the incense right there. Give it a try. Pay attention to the color. Ja, achte auf die Farbe. Und, viele finden, das Rätsel ist einfach, aber irgendwie habe ich sehr Probleme gehabt beim ersten Mal. Da kann man erforschen. Dies ist der Altar der Prüfung. Um die uralten Geister zu wecken, muss das Rätsel gelöst werden. Ja, also, Tipps bekommen wir ja gar nicht. Und ich fange mal hier drüben an, weil, ja... Die Farbe des Weihrauchs symbolisiert die Intensität des Begehrens. Selbst wenn Weihrauch von den Enden hinzugemischt wird, ändert sich nichts. Und Intensität haben wir ja von der Kahnfarbe her. Ist es, ich nehme an, gelb. Und so sollte man das auch dementsprechend, meinen, was es ist. So, ich lege hier mal die gelbe hin. X. Hoppla. So, und es hat ja geheißen, dass es, wenn man die beiden Enden hier mischt, immer noch die gleiche Farbe ist. Also nehme ich mal an, hier wird auch gelb sein. So, ein weiteres Rätsel gelöst. So, ich gehe wieder mal hier hin. Keine Ahnung wieso, aber ist mir jetzt, ja, ist einfach so. Misch diesen Weihrauch mit dem rechten Weihrauch und grüner Weihrauch wird brennen. Okay, was macht gelb zu grün? Also, wir haben noch roter und blauer. Wenn man roter mischt, da kommt orange. Also nehme ich mal an, es ist blau. Wo bist du? Hier. So. Also gut, es fehlen uns nicht mehr allzu viele. Und wir haben das Rätsel gelöst. Die Farbe des Weihrauchs repräsentiert das Element der Mare. Also blau, weil Mare halt, Wasser kann benutzen und dementsprechend auch blau ist. Okay, so, und die nächsten zwei sind rot, ich werde das aber noch lesen. Misch Weihrauch auf beiden Seiten mit diesem und mit jenem zur rechten und du erhältst schwarzen Rauch. Ich muss sagen, die Reihenfolge hier, die stimmt, was ich gemacht habe. Und, das ist jetzt das Problem. Mit dem hier. Wenn man beide Seiten miteinander vermischt und mit dem zu rechten, dann erhält man schwarzen Weihrauch. Das finde ich bescheuert. Irgendwie geht das gar nicht. Aber, wenn das Spiel das so will, okay, warum denn nicht? Auf jeden Fall, für mich ist es ein bisschen komisch. Und ja, ich habe dementsprechend wegen dem hier sehr Probleme beim ersten Mal von diesem Rätsel. It's working? Musste das jetzt wirklich sein? It's working? Das ist bescheuert gewesen, echt jetzt. Who is there? Who is it that disturbs my slumber? Der klingt sehr alt. I am your descendant. My name is Celestine. I ask that you open this gate. Open the door. No, you shall not pass. Oh, such a nostalgic fragrance. It takes me back to the time before I fell asleep. Very well. I will open the gate. However, I sense a strange presence beyond it. Ooh. Be careful. Be careful. You have our gratitude. Please, rede nicht so schnell mit mir. Nein, Quatsch. Okay, so, wir haben das Rätsel gelöst. Das Tor ist offen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, war vorher hier irgendwie solch eine Wand? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein bisschen schade, dass keine Animation kam, dass sich das Tor geöffnet hat. Aber ja, man kann nicht alles haben im Leben. So, also gut. So, jetzt mal schauen. Ich werde jetzt wieder
Nein, ich werde bei Sephi bleiben. Um versuchen, ein bisschen Kahnsteine von den Viechern hier zu ziehen. Weil ich gerade keine Ahnung habe, was es macht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das irgendwann mal klappt. Komm schon, komm schon. Oh Mann, ich hasse es. Immer wenn ich am Aufnehmen bin, geht's nicht mehr. So, gute Frage. Ich muss ja eigentlich auf diese Seite laufen. Ich werde aber auf diese Seite gehen, weil ich habe das Gefühl, irgendwo, oder? Moment mal. Wo bin ich denn jetzt? Ah, okay. Das ist gut. Oder hat's Kahnfred? Oh. Seht dazu. I'm taking your soul. Okay, Ausdauer Level 2 ist jetzt gerade nicht allzu gut, finde ich. Weil ich es dementsprechend nicht allzu viel mal einsetze. Oh Gott. Hier sind ja sehr viele Viecher um. Um uns. Das gefällt mir nicht. Chuto, was machst du? Du machst gar nichts. Ach so, du kannst nichts machen, weil sie dich dauernd angreifen. Das ist ja geil. So, ein bisschen aufgeräumt. Wieder rein. Ich will zu Sephi wechseln. Okay, er bufft sich wieder. Und ja, dementsprechend Einschlag ist er tot. Hau zu! Ich finde. Moment mal. KI-Einstellung. Aggressive Skills werde ich jetzt mal wegnehmen. Sie ist Priorität Heil. Zauber allfällige Feinde treffen. Anführerziel angreifen. Moment. Ey. Ach so. Ich hasse es. Anführerziel angreifen. So. Ich muss A drücken, um das zu speichern. Das ist blöd. Anführerziel auch angreifen? Was hast du denn? Aggressive Skills verwenden. Ja, bei ihr könnte das einigermaßen jetzt noch klappen. Weil sie ihren Skill eigentlich immer einsetzen kann. Weil sie hat... ihr seht... Oh. Jetzt hat sie 6K. Sie hat ein bisschen auf Reserve. Und mir ist gerade eingefallen, ich kann ihr noch ein paar Skills erlernen. Das habe ich jetzt voll vergessen. Das müsste ich noch mal nachholen. Komm schon, hau drauf. Die Kiste, ich sehe die Kiste. Komm schon. Jawohl, noch einmal. Das ist mein Judo. Irgendwie greift er jetzt so ein bisschen besser an als vorhin. Kamera. Kamera. Danke. Da geht's eigentlich auch noch. Aber immerhin greift er ein bisschen mehr an als vorhin. Aber das war dementsprechend auch nur, weil... Was war das denn jetzt? Der ist voll weggejumpt. Okay, schön. Ach, Kacke. So, du ruhst dich jetzt nochmal schön aus und ich werde diese Kiste aufmachen. So, was ist hier drin? Ein Lebenskristall. Keine Ahnung, was es ist. Ist mir jetzt eigentlich sowas von egal. Ach, stimmt. Skills. Wie viel hast du denn schon wieder? 71? Wow. Ich sollte eigentlich mal... Schwertwelle, was haben wir denn hier? Ich glaube, ich werde... Ah, nein, das war nicht das Himmelsschwert. Wo bin ich denn jetzt? Zweihänder. Sag mal, wie sieht's denn mein Einhänder aus? Natürlich, Himmelshammer. Ich werde, glaube ich, einmal ein bisschen von denen hier machen. Und, das kann ich auch noch. Eisenschatten. Ich kenne das Zeug nicht. Wie viel brauche ich da? 5? Moment mal, Himmelshammer. Boah, brauch 4. Steifel, okay. So. Stimmt. Ich habe ja bei Judo, habe ich ja dementsprechend eine neue Waffe bekommen letztes Mal. Das ist doch Judo, so. Schwert des Abendlichts. Ist zwar ein bisschen schwächer, aber das ist auch nur der Fall, weil es ein Einhandschwert ist und kein Zweihandschwert. So, Upgrades noch schnell bei ihm noch durchführen. Schwert des Abendlichts. Oder? Das war doch das, oder? Ja, es war Schwert des Abendlichts. Okay, so, andere 2 Steine bekommst du mal. Und da stecken wir rein. Aus der... Ist, glaube ich, jetzt gerade gar nicht mehr so schlecht, aber ich... Oh, jetzt ist ein dritter. Aufkomm. Und, der ist pink. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was das ist. Ich glaube, wir bekommen noch pinke Steine, aber das sind natürlich speziellen Steine. So, und, das nicht vergesse. Das Skills sollte ich eigentlich bei der Sifi machen. Ah, bei Celestine. Was ist da? Heiliger Ansturm? Moment mal. Was macht denn das alles noch? Oder Heiliger Wind. So, das ist gut. Ich glaube, ich noch 44. Ich brauche 60. Das braucht 30. Ruft ein heiliges Licht dabei. Ein Feind wird viermal angegriffen. Ich glaube, ich werde das einfach jetzt mal so ausleveln. So, was haben wir mit Fechter? Oh, kann schon wieder nichts mehr machen. Das ist doch ein Windkernverstärker. Ich glaube, das ist einfach, das Kern zusammen zu raufen. Was ist die Windschneide? Ah, ich brauche 50, dann nehme ich das hier. Ach nö. Okay, so, Celestine. Moment mal, habe ich das gemacht letztes Mal? Das sieht so aus. Dann umso besser. Dann gehen wir nochmal auf Crozet. Du hast eigentlich nur 40, aber... Okay, das geht schon mal nicht. Das auch nicht. Wie sieht's mit dir aus? Du hast 40. Ein bisschen Axt hast du. Vom Zeug her? Das braucht 60. Das braucht... Hab ich noch nie gehabt. Ich werde es aber mal ausrüsten. So. Ansonsten ist das, glaube ich, gewesen. So, wir können endlich mal wieder weitermachen.
Gehen wir mal weiter. Labyrinth. Okay, ich muss nach oben. Gut, denn auf dieser Seite wird das Tor wieder sein, was wir sehen. Ja, wir sehen das, okay. Da kommen wieder die Viecher. Ja, komm her, ja, komm her, ja, komm her. Bist du eigentlich auf Minecraft? Ja, Shooter hat jetzt gerade einen Schlag gemacht. Ein guter Mann. Lässt die Frauen die Arbeit machen. Okay, so. Alles schön abackern wegen Küssen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es irgendwas Spezielles hier unten gibt. Ich glaube nicht. Okay, ansonsten würde ich das rein theoretisch wissen. Weil, ja, wenn es irgendwas Spezielles gewesen ist, das habe ich noch ein bisschen im Kopf, was es sein könnte. Und ja, der Ausdauer-Level 2 Stein, der ist richtig gut. Ich kann jetzt ein bisschen mehr anhauen. Was aber dementsprechend nicht allzu gut ist für... Warum hast du eigentlich immer noch... Ah, die Stahlstellung. Was ist das denn? Temporäre Verteidigungskraft erhöhen, den Feind provozieren und dann einen harten Angriff landen. Das klingt mal super, machen wir mal. Und jetzt? Hast du irgendwas? Achso, die müssen nicht angreifen. Achso, ist das. Das ist aber geil. Nein, die sterben. Oh. Ihr seid kacke. Wisst ihr das? Nein, Quatsch. Ich bin kacke. Ich kann das Spiel nicht. So, tut das wieder. Okay, dementsprechend wird aber die Ausdauer hier ist ein bisschen höher. Aber dementsprechend braucht er auch ein bisschen länger, bis er wieder regeneriert hat. Das ist ein bisschen schade, aber für das haben wir Ausdauer. Regenerationssteine. Die ich eigentlich nie anwenden werde. Sie könnte ein bisschen mehr Ausdauer gebrauchen. So, Stufe 22. Away. So, hier oben ist gar nichts. Okay, so, dann machen wir weiter. Kämpfen uns hier durch. Komm schon. Habe ich irgendwie einen Speicherkristall oder so verpasst? Ich habe keine Ahnung. So, okay, das ist jetzt das Problem. Der andere ist ein bisschen weit weg. So, jetzt kann ich es hauen. Okay, ich werde zu Shooter wechseln. Der hat ein bisschen mehr Ausdauer und kann es vielleicht sogar schaffen. Oh, was ist das? Oh yeah. Also, ich finde die Animation im Spiel sehr schön gemacht, muss ich sagen. Die gefallen mir. Wie groß ist denn diese? Ich hasse es. Ich laufe schon wieder zurück, oder? Wo bin ich denn jetzt? Nein, ich laufe richtig. Oh Gott. Ist da unten noch was? Ich sehe gerade nichts. Ich sehe nichts. Moment mal. Boah, so viele Feinde. Das ist ja übel. Okay, so, da macht er mal einen Platz hier. Oh yeah. Der Jöllenfisch. Der jölt gern. So, also gut, der nächste. Bitte. Oh Gott, so viele Gegner. Das habe ich irgendwie nicht in Erinnerung, dass es so viele Gegner da unten herumwimmeln. Aber irgendwas anderes habe ich in meiner Erinnerung, dass ich dementsprechend nicht allzu schnell wieder vergesse. Achso, du hast Konter. Du kannst nicht mehr da diese Superattacke. Das finde ich ein bisschen schade. War da nicht noch einer? Ha. Ist da eine Kiste oder so? Nein. Komisch. Ich hätte jetzt gedacht, hier wäre eine Kiste, weil es sehr viele Gegner, aber. Sieht nicht so aus. Okay, das sind die hier noch. Jawohl! Könnte auch sein, dass ich ein bisschen weniger Ausdauer verliere, weil ich kein Zweihandschwert mehr anhabe. Das wäre ein bisschen logisch, finde ich. Ich meine, ja. Großes Schwert gleich sehr viel Damage, gleich mehr Ausdauer. Das habe ich so gelernt bei Dark Souls. Ansonsten gibt es ja nichts mehr außer Speicherkristall. Es ist ein bisschen blöd wegen der Zeit, aber ich glaube, ja, das geht schon. So, ich werde hier mal einen Speicherstand anlegen und wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, es geht weiter. So, also, hier ist eine schöne Brücke. Und was Brücken so an sich haben in Spielen, ist dementsprechend nicht allzu gut. Und wir haben da vorne eine kleine Cutscene, die wir dann sehen, wenn wir hier über die Brücke laufen wollen. Und ja, viel Spaß und ich hoffe mal, ich verkacke es nicht. It's Boss Time! Das war das komische Teil, das der andere hier gesehen hat. Gigantic Angler oder Angler, ich weiß es nicht. Okay, er hat die Eigenschaft, dass er, auf jeden Fall sind es zwei, also entweder einer mit einem Kopf. Also ein Körper mit zwei Köpfen, besser gesagt. Und, er hat die Eigenschaft, dass er immer wieder die Köpfe wechselt oder so. Und das ist... Ach so, er macht das jetzt wieder. Komm schon, komm schon. Hau doch Truffe! Oh, nein! Jetzt ist es gegangen, oder? Okay, so. Schnell, bevor er abhaut. Gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. Okay, was habe ich denn hier noch alles? Forstpfeil feuert ein Eiskristall ab, fügt einem Feind Schaden zu und dementsprechend ein bisschen mehr. Aber ich lasse es mal auf dem Eisenpfeil, weil ich dementsprechend ein bisschen Probleme habe, so viel Kahn zu machen. Und warum macht Siffy nichts? Oh mein Gott. Okay, ich muss... Nein, nicht Skills. Ich muss meine Ausrüstung wechseln. Ich habe gerade gemerkt, dass Luft gar nicht mal so gut ist. Das heißt, ich nehme Sephi raus und Argo kommt rein. So, und muss dann auch meine Ausrüstung wechseln. Und zwar von Celestine. Sie bekommt jetzt der Iris und versucht
Dementsprechend ein bisschen mehr zu heilen. Ansonsten habe ich ein bisschen Probleme. Aggressive Skills, Anführerziel angreifen. Ja, das sieht gut aus. Alles klar, so, wir sind wieder im Rennen. Ich habe es fast verbockt, aber das hat funktioniert. Du hast dementsprechend sehr viel Damage vom Backstab. Nein, noch nicht so gut. So. Nein, er geht wieder weg. Oh. Ach nee, was macht er denn? 4 Schaden, was? Hat das jetzt nur Shooter-Schaden gemacht? Das wäre... Ach du Scheiße. Das ist jetzt nicht so toll. Hä? Warum hat denn... Hä? Ich bin verwirrt. Ich hasse es. Okay, er ist wieder weg. Da kommt er wieder. Und es ist der andere Kopf. Hat eine eigene Lebens... Er hat einen eigenen Lebensbalken. Also könnte es auch sein, dass es 2 Viecher sind. Was aber ein bisschen... Komm schon. Mach was. Ach, du bist doch bescheuert. Nein, das habe ich schon wieder sie genommen. Oh. Ja komm, sei lieb zu mir. Was macht du denn? Also du hast die Frostwelle drin. Hoppla, da war mein Fehler. So, okay, ich verkack's irgendwie gerade. Nein, ich muss den blöden Eisenteil Dingsbums wegmachen. Obwohl das gerade gar nicht mal so schlecht war. Ich glaube, er bekommt nur Schaden, wenn er das macht. Aro. Oh, jemand ist vergiftet. Oh mein Gott, das sind fast alle vergiftet. So, jetzt muss ich zuerst mal Sprengschockfaust. Faust wird in den Boden gerammt und erzeugt Schockwelle. Nein, das ist dementsprechend nicht gut. So, du nimmst mal den Himmelshammer. Ah, jetzt haut er wieder ab. Ja, das geht jetzt dementsprechend ein bisschen sehr, sehr, sehr lange. Und was mir nicht gefällt, ist, dass es vergiftet wird. Das finde ich gar nicht toll von dem. Der hat gar nicht mehr so viel Leben. Warum hat er so viel Lebensverlust gehabt letztes Mal? Das ist ja übel. Schaden um 50% erhöht. Hallo? Ja. Warum? Oh Gott, wieso hast du so viel Ausdauer, Junge? Ja, er ist wieder weg. Na komm, er ist alter. Okay, was ist denn mit dem anderen Kopf hin? Was ist los mit dem? Okay, so könnte es sein, dass er jetzt tot ist. Auf jeden Fall ein Kopf. Nein! Okay, immerhin ist er tot. Jetzt kommt noch der zweite Kopf, oder? Hallo? Okay, der zweite Kopf. Hallo! Das war jetzt eigentlich doch gar nicht mal so schlecht, was ich gemacht habe. Na, das geht zu lange, die Animation. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Und der hat so wenig... Oh Gott. Kann ich die Skills umändern? Hat er noch was? Nein, denn seine Waffen sind... Seine Sachen sind echt scheiße. So, also, dann mache ich mal Ausrüstung. Wo ist denn Argo? Hier. Du nimmst mal die... Blitzaxt. Jetzt muss ich aber dementsprechend nochmal upgraden. Was ich nicht kann, aber das ist jetzt mir scheißegal. Okay, so, wir haben die Blitzaxt, die... Achso, er ist im Overheat. Dann kommt Chito. Ich brauche dich. Ich brauche deine Kraft der Kräfte. So, Argo ist auch wieder dabei. Das ist gut. Was aber nicht so gut ist, er hat ein bisschen wenig. Zack! Jawohl, Kopf ab. Nein, nicht ganz. Warum war Celestine eigentlich im Overheat? Normalerweise passiert das nicht. Okay, kommt er wieder. So, es geht nicht mehr allzu lange. Wir haben es gleich geschafft, wenn jetzt. Okay, das macht doch nur jemandem Schaden und irgendjemand hat geheilt in der Zeit. Ich bin mir jetzt nicht sicher, warum. Da kommt er wieder. Ich bin zu langsam. Hallo, Riesenseeteufel. Komm her. Zack. Okay, er ist hinüber. Puh, wir haben es geschafft. Der Boss ist bezwungen. Ja, es ist dementsprechend auch nicht so schwer,
Die... Oh, Rosmarin, das ist, glaube ich, ein Aroma für Celestine. Und Angriff Level 3 Stein. Oh yeah. Amulett des Schutzes habe ich keinen blassen Schimmer. So, wir können jetzt weiterlaufen. Und da vorne gäbe es kein Kristall mehr. Okay. Achso, Speicherstand, Speichersäule. Ich sage einfach Kristall, weil da drin ist ein Kristall. So. Also, ich würde mal meinen, der Part ist mal vorbei. Dementsprechend beschleunige ich vielleicht noch irgendwas. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen und fürs Kommentieren. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.